Die Pforten der goldenen Henne öffnen sich, dahinter David Garrett mit seiner Geige. Garrett hat langes blondes Haar, diese hat er zu einem Zopf zusammengebunden. Er trägt eine dunkelblaue Jeans, eine schwarze Lederjacke, darunter ein weißes T-Shirt sowie mehrere Ketten mit silbernen Anhängern um den Hals. Er trägt schwarze, hohe Boots und auf seiner linken Schulter trägt er seine braune Violine. Begleitet wird er von den Tänzerinnen des deutschen Fernsehballetts, 10 Stück an der Zahl. Alle tragen eine weiß-silberne, glitzernde Paillettenkorsage. Untenrum tragen sie schwarze, hohe Schnürschuhe sowie eine schwarze Stoffhose. Es gibt vier gelbe Regenschirme, drei blaue Regenschirme sowie pinke Regenschirme. Diese halten sie Tänzerinnen in der Hand, ja, mehr als eine Art Sonnenschirm, und drehen ihn immer wieder herum, drehen sich mit dem Regenschirm herum oder halten ihn in die Luft und kreisen ihn ganz wild herum. Das alles passiert relativ synchron zu ihren Bewegungen. Schirme waren bislang immer aufgespannt, dann haben sie sie zugespannt und jetzt zum Schluss nochmal aufgespannt. Unverwechselbar, aber immer wieder schaffst du es, da was ganz Eigenes draus zu machen. Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein. Dankeschön an die Mädels. Ja, das deutsche Fernsehballett. Unglaublich. Gehört hier zur Verleihung der Goldenen Henne dazu, seit vielen, vielen Jahren. Das ist richtig, ja. Und auch du warst ja mit dem deutschen Fernsehballett auf Tour, kennst sie also auch gut, weißt um ihre künstlerischen Qualitäten. Also ich hatte schon zweimal die große Ehre, mit den Mädels, natürlich auch mit den Jungs, unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz zu sein. Mhm. Und es ist immer wieder ein Vergnügen. Ich hoffe, irgendwann mal in der Zukunft wieder. Und eine Frau, die da unbedingt dazugehört, sie ist die Managerin des Balletts, sie ist aber auch Choreografin des Balletts, war lange Jahre ja auch selbst aktive Tänzerin, Melanie Wolf. Und sie wird auch heute wieder ganz genau hinter der Bühne irgendwo am Bildschirm drauf geguckt haben. Melanie, komm doch mal zu und zeig dich doch mal. Du bist doch bestimmt irgendwo in der Nähe. Melanie Wolf in einem Satin, in einer lila, auberginefarbenen Satinbluse betritt nun die Bühne. Sie hat eine schwarze Stoffhose an, hohe High Heels, ebenfalls in Schwarz, hat blondes Haar, offen, Schulter, etwas mehr als schulterlang. Sie und David Garrett geben sich hier auch nochmal die Faust. Dann kann dir der David und euch allen, kann dann der David noch viel besser sagen. Ja, und zwar habe ich ja vorher schon erwähnt, wir hatten ja das Vergnügen schon zweimal auf Tour zu gehen, und was ich wirklich toll fand und bewundernswert, jedes Mal habt ihr so viel Einsatz und Leidenschaft gezeigt, und das macht ihr ja schon seit 58 Jahren, und der Name Deutsches Fernsehballett steht ja auch für Disziplin und Perfektion, und die Tänzerinnen und Tänzer haben ja wirklich über die letzten 10 Jahrzehnte die Zuschauer überall begeistert, berührt und auch ein bisschen
zum Träumen gebracht. Leider ist nächstes Jahr das ein bisschen vorbei, was mich persönlich sehr traurig macht. Aber ich finde, für so viele großartige Tänzer und Profis ist das erst der Beginn einer großen Karriere. Und mir war ganz wichtig, und ich glaube, alle hier, die zuschauen, dass wir euch jetzt heute Abend nicht einfach so nach Hause gehen lassen, sondern euch auch mit etwas auszeichnen, und zwar mit der Goldenen Henne. Und ich würde gerne Melanie Wolf stellvertretend für das gesamte Ballett die Goldene Henne heute überreichen. Und wir haben noch etwas vorbereitet, ein bisschen die Momente, die wir als Zuschauer erlebt haben über die letzten Jahrzehnte, ein bisschen in einem Film festgehalten. Ich hoffe, euch gefällt der Film. Viele, viele Highlights des deutschen Fernsehballetts.